So, willkommen zurück in der Suppenküche, wo es hier schon wieder nette neue Fässer mit schwarzgebranntem Alkohol gibt. Wieso kann ich nicht etwas von der Suppe da drüben haben? Weil das nicht die Tagessuppe ist. Was gibt's, Junge? Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit war mal? Trotz kürzlichem Besitzerwechsels dient dieser Ort weiterhin der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen und Notleidenden und keinem anderen Zweck. Nahrungsmittel ist klar. Genau. Na, natürlich. So, aber wir suchen Kann ich mich ja. etwas umsehen? Nein. Nett. Wir suchen ja Arthur McFly. Auf dem Tisch ist er nicht. Unterm Tisch auch nicht. Was haben wir hier? Suppen. Widerliche Suppe. Na, muss nicht sein. Da ist wieder Doc Junior. Und dieser komische Typ. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Hallo Emmett. Emmett. Ja? Diese Küche ist offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat, dies muss eine Art Fassade sein, die geschickt und legal die Existenz einer versteckten und verruchten Einrichtung verschleiert. Vielleicht im Keller? Stimmt, das könnte den Fahrstuhl erklären. Ja gut, das ist auch nichts Wir Neues. kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Wieso? Wir haben den Fussel doch schon. Okay. Vielleicht kann ich Arthur McFly anrufen? Hello. Brown anwesend? Toll. Das kennen wir auch schon alles. Können wir da noch was Nicht rausholen? schlecht, Doc. Nein, ich komme immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Muss ich noch mehr Suppe klauen vielleicht? Also nicht Suppe, sondern Alk. Aber ich habe doch schon welche. Mal gucken, versuchen wir es nochmal. Hauen wir nochmal gegen die Pfeife hier. Es tut sich nichts. Daneben nicht. Ich bin gerade etwas ratlos. Ich muss ja eigentlich irgendwie rausfinden, wo Arthur McFly ist. Aber eigentlich habe ich doch schon alles. Wenn ich also eins von diesen Fässern brauche. Dann frag Mrs. Strickland. Denn von mir kriegst du keins. Vielleicht gibt er mir nochmal etwas Suppe oder so. Nein, schmeckt nicht. Nee, sonst ist ja nichts mehr. Und da ist Emmett wieder. Wie durch ein Wunder. Oder habe ich irgendwas im Inventar, was ich nutzen kann? Muss ich vielleicht mal gucken, wenn er geladet hat. Hat er geladet? Er ladet lange. Jetzt hat er geladet. Ja. So, Inventar. Arthur's Hut, ja. Ich könnte Einstein dran schnuppern lassen. Vielleicht hilft das ja. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Natürlich. Wenn man schon einen Spürhund dabei hat, muss man ihn auch nutzen. Vorausgesetzt, ich schaffe es mit dieser seltsamen Steuerung dahin zu laufen. Jawohl. So, Einie, bei Fuß. So. Dann schnuppel mal am Hut. Hey, Einie, komm mal her. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Offenbar ist das ein Ja. Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Jawohl. Das Haus kennen wir doch. Déjà-vu. Hier gibt's lecker Brot. Irgendwie kriege ich Hunger. Ist aber zu. Fresh and delicious. Halt. Okay. Egal. Gehen wir nochmal zu Arthur zurück.
haben wir hier Nettes? Das ist gar nichts. Da geht's auch nicht weiter. Tja, dann bleibt uns nur eines. Zu klingeln. Ding dong. Da steht E. Robinson. Ja? Wer ist da? Es ist McFly! Ich weiß! Hey Arthur, hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Wichtige Mitteilung, das zieht immer. Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung, ein andermal. Okay, so klappt das schon mal nicht. Nächster Versuch. Wie Sie es für alle guten Was nun? Adventure-Charaktere gehört, haben Sie eine ewig lange Geduld und öffnen immer wieder das Fenster. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein, aber ich will auch nicht gegen Kit Tennants Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Entschuldigung, ein andermal. Andermal. Ich werde dir ein anderes Mal zeigen hier. Ich klettere dir gleich da hoch. Oder ich versuche es mit noch einer anderen Taktik. Was nun? Also spätestens jetzt würde ich die Geduld verlieren bei diesen Klingelstreichen. Aber Arthur McFly... Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Nicht. Warum? Ich habe etwas für Sie. Wir haben etwas für Sie. Es ist ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Entschuldigung, ein andermal. Andermal. Vielleicht müssen wir eben den Hut da hochreichen oder sowas. Ich kann auch nur weiter vorgehen, wenn... Nee. Ich kann auch nichts machen sonst. Nee. Nur der Türsummer. Na gut. Letzte Chance. Oder ich probiere es gleich mit dem Hut. Was nun? Probieren wir es gleich mit dem Hut. Vielleicht will er ihn ja wieder haben. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Den bekommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Die Vorladung. Vorladung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vorladung geben. Will mich hier jemand veräppeln? Nein, halt, da geblieben. Och. Keine Geduld, der Herr. Aber ich frage mich immer noch, warum da E. Robinson steht und nichts von McFly an der Tür. So, dann geben wir ihm mal die Vorladung. Notfalls auch per Flugpost als Papierflieger. Was glaubst du, was du da tust? Ihm die Vorladung zuwerfen. Das geht nicht, du musst sie ihm geben. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Ich bin Ihr Enk, der Großneffe Ihrer Mutter. Sie meinen mein Großcousin? Ja. Schön, Sie kennenzulernen, aber ich darf das Haus erst verlassen, wenn mein Boss es erlaubt. Er hat klare Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ein andermal. Toll. Emmett, kannst du mir helfen? Kann ich helfen? Ja, bitte. Vergiss es einfach. Hi. Na toll. Telefonnummer der Browns, Tonbandgerät, Docs Notizbuch. Ich könnte ihm ein Foto von George McFly zeigen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht geht das auch nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann zeigen wir ihm mal das Foto von unserem Vater. Vielleicht bringt das irgendwas. Was nun? Blabla.
So. Hier siehst du deinen hochintelligent dreinschauenden Sohn. Arthur ist schon genug durcheinander. Er würde total ausflippen, wenn man ihm jetzt ein Bild von seinem noch nicht geborenen Sohn zeigt. Doch, warum nicht? Der ist doch eh schon ein bisschen ausgeflippt. Ich glaube nicht, dass Arthur auf diese Aufnahmen reagieren würde. Er hört nur auf Tennen. Vielleicht muss ich Tennen aufnehmen. Obwohl, wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Obwohl, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwie Tennen heimlich aufnehmen und das dann am Türsummer vorspielen? Keine Ahnung. Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Mal ein bisschen joggen hier. Und gucken wir mal, was Monsieur Tennen macht. Steht da hinten dumm rum. Moment. Wo will der jetzt hinlatschen? Ich wollte zu Tennen und nicht in den Park. Oder will ich mich verstecken und das dann da aufzeichnen? Oder ist das jetzt nur eine... Man wird sehen. So, haben wir es jetzt? So, der muss jetzt einmal drum rumlatschen hier, oder was? Okay. Warum nicht? Oh. Gebärdensprache. Sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Man sagt, die Ratten kehren immer zum sinkenden Schiff zurück. Willst du mir meinen Hut zurückgeben? Schnapp ihn dir, Matches. Okay. Ja, wo sind wir hier oben? Komm da runter, du Mistkerl. Sofort! Was glaubst du, was du da oben tust, du dürrer Wicht? Komm sofort hier runter! Ah. So, wenn wir das Arthur vorspielen, dann kommt er gerade hier drunter. Ich glaube nicht, dass sie momentan sehr gesprächig sind. Komm runter, die Suppe musst du auslöffeln! Ich glaube nicht, dass sie momentan sehr gesprächig sind. So einfach kommst du nicht davon. Niemand legt Kitten! Einstein! Hilfe! Weiß sie! Los! Hey, hau ab! Hau ab! Nicht in Ruhe, Hund. Du bekloppter Köter! Wir sind beschäftigt! Los! Verschwinde! Hey! Tja. Wo ist er hin? Wo ist er nur hin? Du hast ihn entwischen lassen, Idiot! Tja. Okay. Tja, ist jetzt nicht so, dass sie mich nicht sehen könnten oder so? Nein. Aber vielleicht sind sie kurzsichtig und darum denken sie, ich wäre der Gärtner. Da ist Edna wieder. Aber wir wollen zurück zu Arthur. Arthur? Latsch, latsch. Hey, Doc. Ciao, Doc. So. Mal gucken. Bringt das was, das hier am Summer? Obwohl, das ist ja nur Türsummer, wahrscheinlich keine Gegensprechanlage. Was, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was gab's damals noch nicht? Summer soll wahrscheinlich auch einfach nur klingeln heißen, vermute ich mal. Was nun? Was nun? Dein Boss will, dass du deinen Arsch runterbewegst. Wie du gleich hören wirst. Jawohl. Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Huch! Wo ist Kit? Kit ist, da. Arthur McFly? Ja? Ich hab hier etwas. Danke. Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kit Tennen?
Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Haft? Haftbefehl. Aber Kit wird mich töten. Dummer, dummer Artie. Heiliger Bimbam, was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Oh Gott, oh Gott. Die Vorladung wurde zugestellt und wir haben ein Fass voll Alkohol, das uns nach Hause geliefert wird. Jetzt könnten wir in dein Labor gehen und den Raketenbohrer bauen. Du hast doch ein Labor, oder? Was für ein zukünftiger Patentbesitzer wäre ich ohne Labor? Komm schon. Bestimmt sein Kinderzimmer oder sowas. Das Labor. Oder er hat schon im Schuppen, wie später. Doc! Ich geh los und hol den Raketenbohrer. Gut. Komm, gehen wir. Die Zeit wartet auf niemanden. Naja. Kommt drauf an.